Das Problem war, ich habe die ganze Zeit Bananensaft getrunken und kein pures Wasser. Ich habe jetzt mich gerade besser hydriert und jetzt läuft das. Hier in der neuen Folge von Super Mario Bros. 3. Wenn die Captain aus der Kantus kommt. Und mir den Failord. Ja. Achso, ich bin dran. Ja. Sag mir das doch mal einer. Ich weiß ja, dass du startest und. Entschuldigung, dann werde ich das demnächst das Yu-Gi-Oh!-Intro für dich einspielen, damit du Bescheid weißt. Okay. Da sagen sie 5000 Mal, du bist dran. Deswegen. Oh, danke für die Erinnerung. Beziehungsweise es wird zweimal gesagt. Und einmal Zeit für ein Du-du-du-du-du-du-du-duell. Warum bin ich jetzt gestorben? Weil ich mich versucht habe zu erinnern, wie die verdammte Melodie von den Nachrichten ging. Ach. Die Frage haben wir uns schon mal gestellt, wo die Nachrichten herkommt, ne? Ja, das haben wir schon mal geklärt, ja. Und da haben wir uns, haben wir uns ja gedacht, wahrscheinlich ist das so von Telegrafenmasten her. Ja. Wodurch Nachrichten ja damals so telegrafiert wurden. Genau. Wow. Pilz rausgeholt und das Blatt sogar noch. Meine Güte, dann hat sich das Blatt quasi jetzt gewendet. Da steht drauf, bitte umdrehen. Oh Mist. Mom? Hey. Da steht Mom. Mommel. Momol. Nee, da steht einfach nur Mama. Mumu. 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 Das sind Gott. Die Momus. Die Momus. So, oh, guck mal, diese Welt, die habe ich noch nicht mehr gesehen. Hey, cool. Mein Lieblingslevel. Ja. Oh. Weißt du, in dem bin ich voll gut. Ja, ich glaube auch. Mein Nachbar macht wieder Radau. Radau. Radieschen Radau. Die Sache ist ja, mein Nachbar oben drüber, der ist ja generell schon relativ laut. Och, Mann. Unter mir ist jetzt auch noch jemand eingezogen. Oh nein. Noch und anscheinend Menschen. Hat er einen Hund. Cool. Und der kann nicht alleine bleiben. Ja, und dann, was dann rastet der Hund aus? Na, der fängt an rumzujaulen, ja. Ja, okay. Der fängt dann halt an, wie so ein Wolf den Mond anzuheulen. Oh. Mhm. In einer leeren Wohnung. Naja, nun. Aber gut, würde ich einen Hund alleine in der leeren Wohnung lassen, dann würde der wahrscheinlich. Ist klar, dass der durchdreht. Weiß ich nicht. Dann ist mir das ja klar irgendwie. Ich glaube, manche Hunde gewöhnen sich auch dran. Vielleicht muss er sich erstmal nur an die neue Wohnung gewöhnen. Vermutlich, ja klar. An das Herrchen-Timing. Das war so klar, aber ich komm ja hier mit dem Pilz eh nicht durch. Aber nehmen wir uns wenigstens das Leben. Ja, also nein! Nein! Nicht so! Ach, Videospiele. Also nehmen wir uns wenigstens das Leben. Failord 2020. Ich wollte gerade sagen, die rechts, die schießen nicht. Das hat mir gerade Angst gemacht. Und der hätte mich beinahe wieder erwischt. Ich war gerade impulsivartig dabei zu springen. Also, wenn ich jetzt gespielt hätte, dann wäre ich aber voll in die reingesprungen. Oh nein. Du hast vergessen, Bullet Bill mitzunehmen. Ja, deswegen will ich ja eigentlich den Cooper-Panzer aufhalten, genau, um ihn wegzuschmeißen. Ja, wenn beide gehen, dann funktioniert das nicht. Und wenn beide gehen, dann geht nur ein Teil von mir. Ach, als ob! Oh, das sah vielversprechend aus. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Siebenstein, das tut mir voll leid. Ich bin fertig. Was ist das denn jetzt? Sexy. Ja, genau. Herbert Westermann. Das Level schaffe ich nicht. Und du siehst ein, das Level schaffst du nicht. Oh. Jeez.
schießt der andere. Oh, jetzt ist der Bu schon soweit. Aber das ist nicht verkehrt. Verkehrtere Sachen. Knief. Knief. Sache über den Fußball gar nichts aus. Oh Gott. Birkenstock. Was hat noch mit Fußball zu tun? Was hat denn den Birkenstock mit? Weiß ich nicht. Oh. Das ist doch nicht... Mann, wie kann dieses eine Level so kacke sein? Ich weiß nicht, das haben die sich einfach gedacht. Wie kann ein Level einfach mal aufhalten? Vor allen Dingen, dann kommt ja danach noch diese blöde Musiknotenscheiße mit der Sonne. Ich weiß... Ach. Ohne einen P-Flügel. Wie ist das? Mann, wir waren... Ich war ja schon bei dem Castle. Wir waren so nah dran, ja, hier weg zu sein. Ja, der Plan war so gut. Ah, Mann. Also, ich meine... Wir sollten vielleicht überlegen, nicht heute, aber beim nächsten Mal, wenn das hier nichts wird. Ja. Ob wir nicht den Safe State nochmal laden. Ja, es ist sehr verlockend. Man muss ja auch jetzt die Zuschauer nicht quälen, beziehungsweise richtig, potenziell den Zuschauer verlieren, weil hier einfach nichts mehr Ja, gut. Vielleicht gewinnt man dadurch auch Zuschauer, ich mag's bezweifeln. Ich mag's auch bezweifeln. Willst du mich verarschen? Bin ich gerade nach vorne gelaufen oder bin ich im selben... Du bist ein Stück nach vorne gelaufen, muss ich dir leider sagen. Okay. Aber trotzdem, dieser eine Millimeter, den ich nach vorne gegangen bin und der schießt. Ach, das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein. Bist du gerade absichtlich hier rein? Nein. Mann. Und du siehst ein, Pilze kriegst du nicht. Fuck you! Drüber. Oh, ich wollte zwischen dem Hammer und ihm durchspringen. Ja, das habe ich gesehen. Aber der Holzgriff, der hat mir einen Splitter direkt in den Schädel rein. Oh. Er hat mir komplett aufgezogen, Nervenbahn in der Mitte zertrennt. Au! Ja. Oder spürt man aber das? Aber gestorben schon bin ich an meiner Schildkrötenallergie. Der kam unerwartet. Ah, wenigstens kann man in diesen Hallen noch mal ein Kinderlachen hören. Oh. Egal, da kommt noch mal eins raus. Ja, sehr gut. Ja. Ah. Du und der Bu. I wanna beide know. Would you be my girl? Ey! 1, 2, 3, 4. I wanna sing. I wanna know. Ich drehe durch. Alter! Nein, der Bu! Der Bu ist noch da! Nein, nicht der Bu! Wie will man das jetzt verschaffen? Mann! Das ist so kotzen. Und ich hasse diesen Busch im Hintergrund, der aussieht, als ob jemand die Finger kreuzen würde. Was? Ja, im Hintergrund, muss man gucken, an der Stelle ist im Hintergrund so ein Gebüsch. Und das sieht mit ein bisschen Fantasie aus, wie eine Hand, die die Finger kreuzt. Mit ein bisschen Fantasie, wenn man die Augen zumacht und sich eine Hand vorstellt, die die Finger kreuzt. Man muss schielen und den Kopf um 90 Grad drehen. Oh je. Mann, dieser blöde Bu, wenn der jetzt nicht gewesen wäre. Ja. Der hat mich halt voll aus dem Konzept gebracht. Ich habe mich so auf den Bu konzentriert, dass ich nicht auf den Bullet Bill geachtet habe, der mir mein Power abgenommen hat. Okay. Oh. Mann, wo kommt denn die Hand her? Das ist meine eigene. Voll ins Gesicht getreten. Ah. Jesus. Jesus. Oh,
Oh, Mann. Meine Idee ist, für den Sprung, den ich nicht schaffe, dann einfach versuchen, so viel Anlauf zu nehmen, dass ich da einfach hochfliegen kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das ist mein Plan zumindest. Okay. Aber dafür muss ich das Blatt bis dahin behalten. Das ist die Schwierigkeit daran. So, jetzt könnt ihr erstmal alle weg hier. Kann man hier nicht oben auf den Blöcken landen? Nee. Ja, ich weiß, ich brauch's nicht, aber ich hätte es mir vielleicht sogar aufheben sollen, falls ich es jetzt verliere. Das ist ja Kackbuhn, ne? Das ist ja Kackbuhn. Der Kackbuhn wieder. So, aber er ist anscheinend weg. Nein! Ich hab direkt davor gestanden. Genau diese Kanone. Ey. Nee, ja, es ist halt wirklich so. Mittlerweile glaube ich, dass es jede Kanone hier ist. Ja, aber normalerweise ist das ja in Mario-Spielen nicht so. Wie gesagt, habe ich ja schon tausendmal erwähnt. Hier ist die Hand. Ja, stimmt. Ich muss mir jetzt so... Ein Blowjob. Nicht beide. Was? Nein. Was hat, wer hat das gesagt? Ah, jetzt weiß ich aber, was du meinst. Hier im Hintergrund diese Berge da. Ja, genau. Ah, Berge sollen... Ja gut, okay, für mich war das jetzt ein gigantisches Gebüsch. Ja! Achso, ist ja noch eigentlich fertig. Ich denke immer, die Röhre ist das Ziel. Nee, leider nicht. Aber hier, das ist jetzt das Ziel. Oh. Meine Güte, wir haben das erste Mal... Level 1. Level 1 geschafft. Oh Gott, ich wusste ja, dass das dann quasi das Ende ist, dass da nicht mehr viel kommt. Oh. Deswegen hat es mich ja so geärgert, dass ich immer wieder an dieser Stelle verkackt habe. Ja. Das ist aber eine Scheißstelle. Ja. Weil alles hier so noch so irr ist. Kann mir niemand sagen, dass hier schon alles perfekt ausgedingst ist. Aber gut. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu angepisst und will mich rausreden. Ha! Hast du gedacht? Da ist nur ein Piece drunter. Keine Panik. Oh, Sonne! Wie soll man denn den Kram hier... Hau ab, du! Hast du gedacht, wa? Abgeglitscht! Weil der abgerundet ist. Weil dein Pixel fehlt. Boah. So, na dann. Lies es mal, ob was passiert. Ja. Ach so, du machst aber das hier hätte sowieso keinen Sinn ergeben. Also ich wollte eigentlich so. Sowieso meinst du das? Aber hier drüber. Das so. Ach so, siehst du? Ich will es einfach nur quasi langsam runtergleiten. Ich dachte, du willst, dass ich da richtig fliege. Oh, oh. Nein! Gerade den hat er dann nicht einen großen Sprung genommen. Oh. Oh, während die Musik bei mir hier wieder anfängt zu leiern. Ich lenk auch gegen, weißt du, dass ich genau da reinfliege. Kenne ich aber, mache ich bei fast jedem meiner Sprünge, dass ich nochmal gegenlenke. Ja. Warum auch immer ich mir das angewöhnt habe. Bestimmt wegen irgendwas. Nein, das kam aus dem Nichts. Bestimmt wegen irgendeinem anderen Mario. Gewohnheiten aus dem Nichts. Ja. Aber wer weiß, was der P-Switch Cooles macht? Vielleicht macht er hier aus den Blöcken... Aus den Münzen aus macht den Münzen. Blöcke, ja. Okay. Aber hilft einem das? Ich meine, das sieht jetzt auch nicht viel besser aus. Warum? Warum? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Na, der hat halt einfach in der Luft angefangen halt, das mit dem Schwanz zu machen. Aber ich habe A gedrückt gehalten, damit mir das eben nicht passiert. Damit ich einfach einen großen Sprung mache. Ah! Respektabel. Ja, das ist echt respektabel. Das muss man erstmal hinkriegen. Ach, Mann. Ich werde hier nicht sterben. Ja, bitte. Weil dann müssen wir Level 1 nochmal machen. Das kannst du doch jetzt. Hast du doch jetzt raus. Wenn du einmal was geschafft hast, dann schaffst du es doch immer wieder.
Findest du? Das, ja, das hast du doch bewiesen mit deinem Schnapper-Run. Nee, wie hießen sie? Muncher-Run. Muncher-Run. Aber ich schaff's ja dann auch nicht jedes Mal. Ja, aber das reicht ja, wenn du es jedes zweite Mal schaffst. Warum macht er jetzt keinen großen Sprung, als wenn ich nicht A gedrückt habe, aber manchmal nimmt der A-Drücker an, die ich nicht gemacht habe? Weil er ein Arschloch ist. Es ergibt meine Meinung keinen Sinn. Jetzt habe ich halt wirklich den Druck, dass wenn wir das jetzt verkacken, dann ist Level 1 wieder da. Ja. Ach, Level 1. Level 1 ist quasi Level keins, ne? Im Großen und Ganzen? Nein. Oh. Der wollte Blut sehen. Aber so richtig. Ey, oh, ah. Ach, das gibt's doch alles nicht. Das gibt's doch alles nicht. Das gibt es doch einfach alles nicht. Ja, ja. Oh nein. Aber ich finde, der hat coole Schuhe. Der hat eine coole Schieche. Der hat eine coole Schieche. Ach komm. Das bitte. Aber du hast ja noch einen Versuch. Einen, ja. Einen einzigen. Und dann muss ich Level 1 wieder machen. Oh nein. Und vor allen Dingen danach kommt ja dann erstmal noch das Castle. Was an sich nicht schwer ist. Aber es ist halt einfach, es hat halt einfach blöde Fallen. Und man muss Boom Boom dann noch besiegen. Ach, Boom Boom. Der kleckert doch. Hä, hey, aber. Boom Boom, sagst du? Ja. Haben wir das? Ah, ne. Conveyor-Belt Boom Boom war das hier. Ja. Aber wenn wir den besiegt hätten, dann haben wir den Shortcut und dann müssen wir die Level nie wieder machen. Ja. Ach, Boom, als Boom. Ob das jetzt. Wollen wir nicht bis in Dead Rising 3 spielen? Spielen wir die Schraube locker. Da haben wir sogar noch ein bisschen was zu tun. Mann! Warum? Nein. Ich will nicht mehr. Das ist traurig. Ich will Level 1 halt nicht mehr. Das ist das Einzige. Ich will Level 1 nicht nochmal machen, weil das ja. ist. Ich will beide Level nicht machen. Ich verstehe das. Ich verstehe das voll und ganz. Das ist einfach. Aber irgendwie andere Menschen müssen das ja auch mal geschafft haben. Ich habe das Spiel mit 8 Jahren durchgespielt. Und ihr schafft das mit 30 und 28 nicht. 30. Wenn ich noch 30 wäre. Dann wäre mein Leben. Oh. Du weißt, dass ich immer wieder vergesse, wie alt du eigentlich bist. Ja. Weil ich auch da. Habe ich dieses Jahr deinen Geburtstag vergessen? Das habe ich dich schon letztes Mal gefragt, aber ja, inzwischen hast du ihn vergessen. Scheiße! Alles Gute nachträglich. Das war so genial. Du hast mich 4 Tage vorher gefragt oder so. Warum sagst du mir denn nicht, das ist eine Challenge, die du dir selbst gestellt hast. Behaupte dich jetzt einfach mal. Du weißt, dass ich den immer wieder durcheinander haue und immer wieder vergesse. Du hattest mal ein Handy eingespeichert oder hast inzwischen das Handy gewechselt, glaube ich. Ja, leider. Okay, also 4 Tage nach letztem Sonntag. Nee, dann anders. Wann dann? Das sag ich dir nicht. Die gibt dir nicht die Chance. Nein, 2 Tage nach letztem Sonntag. 2 Tage nach dem letzten Sonntag? Ja. 2 Tage nach letztem Sonntag, Moment. Was denn? Also. Ja, danke für diesen Datenschutzbruch, aber gut. Entschuldigung. Ich habe ja den Monat nicht gesagt. Oh ja. Wiederholung, jährlich. Verdammt, jetzt muss ich ihm wieder sein Handy klauen. Nein. Ach, du warst der mit der Chips-Tüte. Ich habe mir eine Maske aufgesetzt. Und Hätte ich mir denken können, dass du derjenige bist, der in der U-Bahn Chips isst. Oh, S-Bahn, Entschuldigung. Ach so, deswegen, es ist die S-Bahn, ja. Das ist, ja, man ist da.
Da ist man, genau. Der Pilz ist natürlich nach links ge... Ja, natürlich ist er nach links. Da habe ich wahrscheinlich den Kasten von rechts angedotzt. So. I-Dötzchen. Mom. Ach, Schlumpi, was machen wir hier nur? Also hast du mich ja lange nicht genannt. Ah, ich habe doch auch keine Ahnung, Purzelchen. Purzelchen, mein kleiner Kackebeutel. Yeah, darauf habe ich dann nur gewartet. Mein kleiner Schlingel. Mann, dieses verdammte Ding. Genau. Die Butter unter den Schuhen. Butter unter den Achseln. Ne. Butter das, unter den diese Achseln. Diese Marke ist die Butter unter den Schuhen. Ich hab halt echt original, entweder liegt es daran, dass es einfach warm ist, aber ich habe original Schweißausbrüche hier. Es ist halt einfach mittlerweile Stress, was? So warm ist es heute gar nicht. Ja, ich weiß. Aber ich habe mein Fenster schon lange nicht aufgehabt. Das stimmt. Ich habe meinen Mini-Ventilator, der direkt auf mich zeigt. Der hat sich angezeigt? Aber ich habe immer Schweiß unter den Achseln. Ach so. Das liegt an meiner... an meiner Drüsenschwäche. Na, bei mir flutet es gerade den ganzen Rücken, weil ich so angespannt bin. Nackt in Ledersitzen. Ein Abenteuer. Nackte Ledersitze. Nackte Ledersitze. Habe ich gerade verstanden. Film über einen Rentner, ein Finutisten. Was? Naja, aber die Haut wird doch irgendwann so ledrig, wenn man alt ist. Und die ganze Sonne und alles. Blöder Timer. Ja, gut. Bei mir nicht. Ich werde mich auch im Alter noch gut hydrieren, dass das nicht passieren wird. Mann, nein. Warum? Ich drück nur nach unten. Ich drück nur nach unten und der rennt nach rechts oder links manchmal. Vielleicht ist dein D-Pad langsam aber sicher. Meinst du? Glaube ich, das ist der einzige Vorteil von diesen vier einzelnen Buttons. Ja, dass man nicht aus Versehen nach links oder rechts noch drücken kann. Weiß nicht. Ach! Das passiert halt irgendwie wahrscheinlich bei Controller mit der Zeit. Ja, ich gehe noch schnell hier in den nächsten Bereich. Ja, mach das. Wow, da ab geht's. Wir schauen mal, was wir nächstes Mal machen. Vielleicht laden wir den Safe State und ich mach den Trick von vorher nochmal mit den Wolken und so. Ja, oder wir machen hier an dem Punkt weiter, aber ich glaube eher nicht. Das war's mit dieser Folge Super Mario Bros. 3. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss, bis dann. Macht es gut, Freunde. Haha.